Dadurch, dass das bei uns gang und gäbe ist, dass es also zu Hause gegessen wird und wir das auch machen als Erwachsene, haben die Kinder bei uns auch gar keine Hemmschwelle, das zu tun. Also es ist einfach so im Alltäglichen, Mama nimmt sich da was raus, ja, danach die Kleine natürlich auch oder ich stecke sie in den Mund rein. Und das heißt, sie haben eigentlich gar keine Chance, sich zu wehren, weil sie es halt von vornherein mitkriegen und wir das täglich auch verwenden. Sei es jetzt, dass wir allen Flocken über Tomate oder Gurke mitstreuen oder ja, die Spirulina zum Knabbern einfach so naschen. Das Beste ist halt, wenn man den Kindern das vorlebt, so dass man selber auch Vorbild ist und Beispiel gibt. Das habe ich ganz oft auch mit anderen Dingen, wenn Eltern dann sagen, oh, mein Kind mag keine Tomate, mein Kind mag keine Paprika, sag ich so, isst du das denn? Nee. So, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass mein Kind das nicht isst. Also natürlich gibt es auch da immer mal wieder Phasen. Meine Tochter hat das auch gehabt, die Große. Ich habe ja auch so mit 2 Jahren ungefähr die Chlorella-Presslinge gegeben, sodass sie die einfach lutschen konnte und kauen konnte, also wie so Bonbons. Das hat sie total gerne gemocht auch. Und dann war sie im Kindergarten, hat dann immer diese grünen Ränder. Und dann habe ich das halt einfach mal ein Tuch abgewischt und die Erzieherin sagt dann, Frau Knuffmann, lassen Sie das ruhig sein. Spätestens am Frühstück ist das weg, das kennen wir schon. So, also, das heißt, auch da nimmt man dann viele mit auf die Reise, weil es natürlich dann auch auffällig ist. Irgendwann ist sie dann so, dass sie sagt, nee, ich will die grünen Ränder nicht mehr, dann passt sie halt im Essen auch ein bisschen mehr auf. Aber ich werde halt auch oft gefragt, warum meine Kinder denn nicht krank sind oder wenn sie krank sind, vielleicht mal Schnotti haben. Das lässt sich im Kindergarten halt auch nicht vermeiden, da wird halt alles ausgetauscht. Aber gesundheitlich sind die einfach sehr stabil. Und ich sage, naja, wir machen jetzt kein Zauberwerk, sondern wir gucken einfach ganz normal auf die Ernährung, dass halt auch die Nährstoffe drin sind, die sie brauchen und auch eben kritische Nährstoffe abgedeckt werden. Ich wage mal die Behauptung aufzustellen, dass jeder die Alge findet, die ihm auch schmeckt. Also so wie bei Obst und Gemüse, nicht jeder mag alles. Und so ähnlich vielfältig oder sehr, nicht sogar noch vielfältiger ist es bei den Algen. Das Schöne dabei ist, meine Kleine ist jetzt 1,5. Und der kann ich das einfach geben, ohne dass ich Angst habe, dass sie sich daran verschluckt, weil es einfach über den Mund schon eingespeichelt wird und dann halt nicht mehr fest ist. Also dann löst sich Löst das sich auf und auf. wird weicher. Und sie findet es halt super toll, weil es so ein bisschen salzig, würzig ist. Und das ist aber nur durch die Spirulina, dass sie es einfach selber kauen und knuspern kann. Also das findet sie toll. Und dann gibt es noch, die Spirulina ist ja eine blaue Grünalge. Das heißt, ich habe hier Chlorophyll drin und Phycocyanin. Phycocyanin ist der natürliche Blaufarbstoff. Den sieht man jetzt hier. Also das ist das rein natürliche Blau aus der Spirulina-Alge. Und das kann man zum natürlichen Färben von Lebensmitteln dann auch wieder nehmen. Also auch einfach optisch schöner. Ist ein Antioxidant.